Liebe YouTube-Zuschauer, heute für Sie Wurzeltommy live. Sie lesen es, um was es geht. Wir werden jetzt was Ihnen zeigen, was noch nie da gewesen ist. Und wir werden dann ein Interview führen mit, wie heißt du? Johannes von Südpol. Johannes von Südpol werden wir dann ein Interview hören. Wir werden ein Kaffeerad filmen. So, das haben Sie noch nicht gesehen, liebe YouTube-Zuschauer. Ich zeige das Ihnen mal. Von Anhieb an, Kaffeerad, Sie lesen es. Und wenn man jetzt von der Weite da so das Kaffeerad betrachtet, sehen Sie auch, wie das Ganze aufgebaut ist. Jetzt kommen wir gleich dann zum Interview. So schaut eine alte Expressmaschine, aber sehr effektiv, die finde ich ganz klasse. Schauen Sie sich den Sattel an, ein paar Tütling. Und so schaut das Ganze aus. So, jetzt führen wir ein Interview mit, wie war der Name? Johannes ist mein Name. Johannes, ja. Eine Frage für die YouTube-Zuschauer. Wie kommt man auf so eine verrückte Idee? Man besorgt sich eine Espresso-Maschine aus den 60er Jahren, ein Klassiker, eine E61, voilà, von Faema. Schraube die auf ein Lastenfahrrad aus dem vorletzten Jahrhundert drauf und kombiniere das Ganze mit einer hochwertigen Barista-Ausbildung und schon gibt es den erstklassigsten Espresso auf einem Kaffeerad, was man sich so überhaupt vorstellen kann. Wie lange betreiben Sie das schon? So ungefähr 5-6 Jahre. 5-6 Jahre. Sie wohnen in Manches? In Ravensburg und wir radeln aber mit dem Fahrrad durch ganz Süddeutschland. Wir sind sehr flexibel damit. Mit diesem Rad? Jawohl. Mit diesem alten Sattel? Natürlich, das sieht man unsere Spuren, das vom täglichen Gebrauch. Wunderbar. Die Federn sind schon ziemlich durch, aber macht uns nichts. Und das machen Sie auch am Wochenmarkt und so? Ja, genau. Zum Beispiel am Wochenmarkt. Und jetzt können Sie ein bisschen Werbung für Ravensburg machen? Für Ravensburg ist eine super schöne Stadt und am schönsten ist samstags auf dem Wochenmarkt bei Sonnenschein. Wenn Sie da bei uns einen Kaffee trinken, dann wird das Wochenende garantiert perfekt. Ja, Sie hören es, liebe YouTube-Zuschauer. Kommen Sie nach Ravensburg, schauen Sie sich das Geschehen an. Darf ich Sie auch mal? Gerne. Ja, das ist Ihr Arbeitskollege, wo ich jetzt Ihnen gleich zeige. Der gute Ben. Der Benny, oder? Der Ben. Ben Reich, was haben Sie dazu für diese verrückte Erfindung? Das ist der Wahnsinn, sonst würde ich hier nicht arbeiten. Ja, sehr schön, oder? Ja. Geil, oder? So, gut, das war's schon wieder. Ich werde nochmal die Maschine im Hintergrund. Schauen Sie sich diese das Maschinenlein an, das Maschinchen. Wunderbar. Von 1963. 1963. Sie sagen es. Und das Rad, wie alt ist das? Von 1718. 1718, ist original. Jetzt schauen Sie das nochmal an. Die Kaffeemaschine, Kaffeerad, das schaut dann so aus. Verrückt, gell? Leute, verrückt. Das ist Wahnsinn, das gefällt mir einfach. Ich sage nochmal danke, recht herzlichen Dank. Bitte gern und schönes Wochenende noch. Ihnen auch. Dankeschön für das Interview. Kommen Sie gut nach Hause. Grüßen Sie Memmingen. Gleichfalls. An Ravensburg. Ja. Jawohl. Und dann sage ich dann in diesem Sinne Servus. Moment. Das war das Interview von dem Kaffeerad. Ich sage Servus. Ciao, euer Wurzeltommy. Bis zum nächsten Video. Servus.